Mein Guter, bist du aufgeregt? Ja, ein bisschen schon. Ja? Wenn das ist das erste Mal. Ja, du, weißt du, das ist für dich das erste Mal? Das ist für mich das erste Mal. Echt? Ein Praktikum? Ja, klar. Echt? Ja, weil damals gab es das noch nicht. Praktikum. Praktikum, da ist das Praktika, hieß das so. Früher hieß das anders. Komm, wir gehen mal rein. Das nehme ich heute hier. Heute machen wir unser Praktikum hier im Hunde, Rassen und Mixe. Komplettpflege für alle. Im Hundesalon? Vielleicht haben wir auch noch mal Glück und wir können deine Strähnchen noch mal ein bisschen nachfärben. Komm, wir gehen mal rein. Hundesalon und Shop. Da bin ich mal gespannt, jetzt hier, wo wir hier rauskommen. Kommt mal mit. So, guten Tag. Ist das jetzt die Ina? Ist das die Ina? Ja. Das ist die Ina, nämlich die Ina ist nämlich hier die Chefin, die Inhaberin. Und die hat uns jetzt über die Telefonhotline hat die uns geschartet als Praktikanten. Ja. Und hier, das ist eine Willkommensgruß, die kümmert sich gar nicht um ihre Praktikanten. Ja, die werden gleich hart. Kümmert sich nur um die Hunde, da müssen wir mal hochgehen. Die werden hart rangenommen, denke ich mal. Warte mal, du hast gar kein Mikrofon, du hast ja noch gar kein Mikrofon, der Koschinski. Hallo Ina. Hallo. Hallo Ina. Hallo. Hallo, wie heißt du? Das ist der Monkey. Der Monkey ist das nämlich. Der Monkey, wo ist es hinten und wo ist vorne? Also da, wo die Nase ist. Ach, hier ist die Nase. Ist vorne, ja, und da, wo Schwanz ist. Ach, Gott, ist ja süß. Wie bei dir. Und der wird oft topiert, oder wie nennt man das jetzt? Das nennt man Bürsten. Bürsten. Ich bürste den jetzt. Das ist ein Bürstentier. Durch. Ein Bürstentier. Mhm. Naja, dann sicherlich vielleicht alle Hunde. Und der kriegt jetzt eine Haarverlängerung? Nein, Extensions? Wir schneiden die Haare ab. Es Echt? Wird nicht. Da ist er noch kleiner. Verlängert. Mhm. Ja, ja, genau. Es bleibt dann so die Hälfte vom Hund noch übrig. Mhm. Und was dürfen wir mitmachen als Praktikanten? Wir schneiden oder wir halten den Hund fest. Ihr dürft gerne dem Hund ein bisschen beschäftigen. Mhm. Oder mal ein bisschen streicheln. Du guter Hund, du bist ein guter Hund. Und das hier, und das hier, wenn ich gerade so sehe, und das hier ist das Werkzeug. Genau. Falls mein Hund nicht mehr so ganz funktioniert, muss der nachjustiert werden. Wenn der Vergaser, ne, wenn der pufft. Mhm. Aha. Und hier sind ja auch hier ist ja mal ein ganzer Hundestall. Ja, das sind meine eigenen. Das sind deine eigenen Hunde. Nicht 10 Stunden am Tag allein zu Hause zu verbringen, sondern die dürfen mit mir auf Arbeit kommen. Mhm. Ja. Ist natürlich für die Hunde viel, viel schöner. Du hast hier ganz viele Decken drin, weil die Hunde gerne decken? Nein, weil die gerne weich liegen. Mhm. Die sind verwöhnt. Verwöhnt? Ja. Oh, der Hund ist wieder richtig Kugelfisch hier. Das ist ja interessant. Und du machst jetzt, du musst ja auch Zehennägel schneiden? Ja. Wenn es nötig ist, dann... Nennt man das eigentlich Zehennägel oder sind das Tatzenvögel? Das sind Krallen. 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 Ja. So, möchtest dachte, du mir jetzt helfen? Ja, sehr gern. Hier vorne ein bisschen festhalten? Ich dachte, ein Vogel hat Krallen. Hm. Nee, hat er auch. Das ist ja wie, weißt du, es gibt auch Lenkräder, da machen die auch Lenkräder, wo man so weiche... Jetzt macht sie die Frisur wieder kaputt. Oh. Echt? So, dann muss ich jetzt hier vorne festhalten. So. Hat er eigentlich schon eine Kundenkarte hier, der Mobby? Die kriegen wir nicht. Aber es gibt Leckerli hinterher. Leckerli? Ja. Niest der gerne, weil ich jetzt so nah bin? Weiß ich nicht. Da müssen wir mal die Besitzerin fragen. Und was wird das jetzt? Wird das jetzt ein Topf? Das ist ja. Nein. Und zwar erkläre ich euch das kurz. Mhm. Das ist ein Bolonga-Svet, ne? Bolonga-Svet, ne? Ja. Und die Bolongas. Der russische Zornhund. Genau. Also eigentlich heißt der Bolonga-Svet, ne, übersetzt buntes Schoßhündchen, ne? Mhm. So. Und bei dem. Normalerweise werden ja die Bolongas nicht geschnitten mit der Schere, sondern das sind ja eigentlich Langkauhunde. Darum auch gehört, dass das dann nach Hund riecht. Und ich weiß nicht, ob ich nach Hund riechen möchte. Aber Bolongas riechen nicht. Die stinken, oder wie? Nein. Nee, die sollen ja nie riechen. Oder nie harmen. Das kommt aber auf die Ernährung drauf an. Ja? Und Bolongas sollen auch nie harmen. Ja. Man kann das auch rückgängig machen mit einem Friseur, weil man lädt die dann einfach wieder drauf. Klebepistole, genau. Ein kurzer Hund kriegt dann die langen Haare dran. Ja. Das Bart lässt ein bisschen stehen, ist ja jetzt modern momentan. Das sind die Extensions vom nächsten stehen. Hund. Ne, der kriegt ein schön rundes Gesicht, weil es ist ja nicht eckiges an dem Hund, ne? Mhm. Und deswegen gibt es auch eckige Hunde? Nein, habe ich noch nicht erlebt, kann deswegen wird bei mir alles rund geschnitten. Wie alt bist du eigentlich? Wie alt bist du eigentlich? 21 Monate ist er. Wochen! Ach Gott, Wochen! Und der werden da schon die Haare geschnitten? Ja. Wie bist du zur Welt gekommen?
Und wie viel der Schnitt ist das nach seiner Geburt? Der allererste, gut, okay, das beruhigt mich. 21 Wochen. Und wie groß willst du mal werden? 22 Wochen. Das ist wie alt. Ach so. Genau. Da bleibt er so klein, oder? Nee, der wird noch ein bisschen, aber viel wird wohl nicht. Richtig, Wolf, und denk dran, nur der stammt nur vom Wolf ab. Du stammst das vom Wolf? Das ist aber schon eine ganze Weile her, dass die vom Wolf abstammten, ne? Du könntest ja mal so eine Tigermähne hier, könntest du ja mal stehen lassen. Werden auch Hunde gefärbt? Also werden auch Haare gefärbt? Bei mir nicht. Aber man kann das machen. Ich finde das nicht in Ordnung, die Hunde das dem Ganzen auszusetzen. Das machen doch bloß Amis so, was die Verrückten. Nee, das soll es auch wohl jetzt hier in Nahe von Dresden, soll es auch einen Laden geben, der Hunde färbt. Mhm. Ja, aber nicht bei mir. Das wurde jetzt ganz gefährlich. Was? Hast du gesehen, wie er das Maul aufgerissen hat? Oh. Hat ganz er? Doll gestresst. Ja. Vielleicht hat er auch Haare auf die Zähne. Mal Zahnarzt machst du aber jetzt nicht, oder? Du machst mal jetzt nur. Gucken, ob der Haare auf die Zähne hat. Du machst aber jetzt nur. Nee, nur davor. Mhm. Also hat der Hund einen Namen? Monkey. Ach, Monkey. Ja, so merkst du das, wenn du hier zu mir zum Praktikum kommst. Echt? Mhm. Ja, das ist mein erster Tag, ich bin ein bisschen aufgeregt hier. Ach so. Und mich konnte erst die France bei aufgefallen. Sonst helfen wir uns immer gegenseitig eigentlich. Ach so. Ich habe immer Mobi gesagt, aus Versehen. Und was kostet so eine Haarversorgung? Kommt das auf die Länge dran, auf die Größe des Hundes, auf die also Länge der Haare? Bei ihm kostet das jetzt, ja, das wäre mal eine Idee. Bei ihm kostet das jetzt 26 Euro. 26 Euro? Mhm. Ist ja teurer als bei mir. Und was kostet der Hund? Um die 1000. Echt? Kommt da drauf an, wenn man den kauft. So teuer. 1000 Euro, so ein kleiner Hund? Der wird ja noch größer. So. Mein Chihuahua hier hinten drin, der kam 1200. 1200 Euro? Wegen der Farbe. Wollen wir mal kurz den Chihuahua mal gucken hier? Genau, geht mit dem Chihuahua. Der Chihuahua ist der kleine hier vorne, dieser kakaofarbene, oder? Das ist Lilac. Was ist das? Lila. Entschuldigung, ich nehme das Kakao zurück, es ist lila. Jetzt, wo das Licht drauf kommt, ja, sieht man ja eindeutig. Lilac. Ich wusste gar nicht, dass Hunde lackiert sind. Der Fuchs ist hinten in seinem Bau drin, der traut sich nicht raus. Der hat Schiss. Das ist ein richtig kleiner Schisser, ist das. Das ist der größte Hund, aber hat den größten Schiss auch. Der andere dreht uns gleich mal den Rücken zu, will auch nicht schon wissen. Mal gucken. Mal sehen, was jetzt hier Monkey macht. Honky Tonky. Monkey. Wir hatten hier auch mal einen Bologna-Zwett nach Pudel, allerdings war es eine Mischung. Mhm. Hätte ich auch gerne schneiden lassen. Ehrlich? Ja. Also ich hatte als Kind hatte ich mal einen Pudel. Ja? Nur, sollte eigentlich ein kleiner Pudel sein. Mhm. Und? Ist aber dann, ein Zwergpudel soll es sein, ist auch ein kleiner Pudel geworden. Mhm. Was ist der Unterschied zwischen Zwerg und Klein? Also die noch Größe. Kleiner der Zwerg? Die Größe, ja. Zwerg ist ungefähr so. Mhm. Der Kleine ist halt nochmal aufgestockt, ein bisschen so. Mhm. Und dann gibt es einen Königspudel, der Große. Mhm. Das nennt man die Königspudel. Und den hast du auch so frisiert hier? Das nennt man Großpudel. Früher hießen die Königspudel. Die hießen schon immer Großpudel. Früher, wo ich herkomme, hießen die Königspudel. Weil er kommt ja aus dem Königshaus. Deswegen. Der Mäßkorn hier und so, dass er hieß Jackie und man war kein Königspudel. Oh, ein Großpudel. Ein kleiner Großpudel. Ihr müsst aber ganz schön aufpassen, dass du jetzt nicht auch so sind, die Ohren abschneidest, wenn du jetzt hier vorne so ankommst. Ja, bei den Zähnen, da musst du echt aufpassen. Das glaube ich, ne? Dann sieht er nämlich nichts mehr. Mhm. Wenn die Ohren ab sind. Ich kann die ja dann extra noch mal so ein bisschen halten, dass man da irgendwie so... Genau, das wäre toll. Oder du machst einfach mal ein Haargummi rein, dass man hier irgendwie ein Haargummi... Dass man nein. Das machst du nie so was. Nein. Obwohl ich das bei den Pudeln gemacht habe. Und Kuschinski, du könntest jetzt eigentlich mal die Haare ein bisschen wegräumen hier. Das ist ja wirklich ein bisschen praktisch. Ich habe ja diese Verantwortung, dass ich die... Die Chefin hat gesagt, wir dürfen eigentlich noch nichts anfassen. Räumen wir den Hund beiseite. Und wenn wir den wieder in die Form kriegen, da fällt er auch wieder. Das ist ein Hund im Taschenformat. Mhm. Guck mal, was du einstecken kannst. Das ist ein Wachhund, der in die Hosentasche passt. No. No. Guck, was in der Belt. Hm? Das ist schön. Können wir eigentlich mitnehmen, Kuschinski. Wohin? Na, als Popschutz kannst du bauen hier. Die Grit hat eine Tierhaarallergie. Ja, stimmt. Die lässt mich ganz in Ruhe dann. Ja, ist doch gut. Du siehst ins Kopfkissen rein. Aber Bolanka sind doch Allergikerhunde. Wie bitte? Die lösen die das aus, oder wie? Nicht. Eigentlich sind das die Milben, also diese Haardings da, die da das auslösen. Stimmt. Aber... Pudel und Bolognas, weil die ja nicht haaren, sind ja Allergikerhunde, sagt man so. Und wenn es so ein großer Hund ist, also so ein richtig großer, also ein ganz großer Königspudel,
Und gefährliche Hunde, wo die Besitzer selbst Angst haben davor und die dann einfach mal hierher geben hier in die Beschneiderei. Ja, gibt es einen Maulkorb. Gibt es einen Maulkorb. Ja. Und Handschuhe und so, große Handschuhe, das sind da auch da mit. Da kannst du ja schlecht, da kommst du ja gar nicht in so eine Schere hier rein. Ne? Genau, also dann kann ich ja auch gar nicht arbeiten, wenn ich mir hier Handschuhe anziehe. Mhm. Ich kenne auch eine Geschichte von einer Familie über einen Vater, der sich darüber verwundert, dass ihm seine Familie die Haare schneidet. Was schert mich Weib, was schert mich Kind? Ja. Er hat zu lange den Hund festgehalten, wahrscheinlich. Ja, das ist auch. Wo darf ich die Haare jetzt entsorgen? In den Müll. Ja, wir wissen das ja gar nicht, wir sind das erste Mal hier. Ja, aber also einen Mülleimer solltet ihr wohl erkennen, oder nicht? Oh, hier liegen ja schon Hunde drinne. Da waren schon mindestens 3, 4 da. Echt? Das ist ja. Wenn das reicht, ne? Wenn das reicht. Und wie viele Hunde muss man da so am Tag festhalten? Als Praktikant? 6 bis 8. Echt? 6 bis 8 und das alles mal 65. Hm. Das ist ja ein kleiner Hund, ne? Ja, es kommen ja auch große, ne? Dafür brauchen wir ja dann den Tisch da hinten. Mhm, die Hebebühne. Genau. Ein Hubtisch. Ja, genau. Haben die Angst vor der Hube? Nein. Der hupt ja nicht mehr. Der hupt also. Ja nicht. Der hupt nicht. Der kriegt er dann auch eigentlich einen Spiegel so gezeigt wie beim Friseur? Weißt du, dass der Hund sich irgendwo hin? Klar, guck mal hier. Können wir gleich hier machen. Siehst super. Ja, die haben aber noch nie was dazu gesagt. Mit dem. Monkey kriegt man schon dazu. Meinst du? Ja, du sagst bestimmt immer was da nur. Und wie bist du dazu gekommen, dass du jetzt Hunde frisierst? Bei Menschen hat es nicht so funktioniert? Oder einfach, weil du so tierlich bist? Ich habe das noch nie bei Menschen gemacht. Sag ich mal so. Also nur weibliche Hunde. Also, das ist ja schon ein Rüde, guck da. Huch. Alter, schon eine Bimmel. Ich muss mal zeigen. Das ist ja Kinder, das der ist auch kleine Piepan. Mhm. Ist nur doch ein Hund, ein Rüde. Ist ein Rüde. Mhm. Ja. Aber Menschenhaar interessiert mich nicht so. Nee. Es ist so das Hundehaar, was mich interessiert. Ist das nur mehr Haar oder ist das mehr Fell? Das ist alles natürlich Fell. Mhm. Weil Menschen haben ja nicht so viel Fell. Manche haben auch Fell. Mhm. Mhm. Oh ja. Hartes Fell. Oh ja. Und viel. Mhm. Mhm. Aber ich brauche den Hund ja gar nicht. Wenn man den irgendwie ein paar Eisenschuhe und dann den Tisch magnetisch macht, dass der da einfach Nein. So steht. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es natürlich ganz tolle Hundefriseusen, die Hunde auch festbinden mit Ketten. Echt? Ja, das gibt es bei mir, aber wie ihr seht, gar nicht. Mhm. Ja, das ist der arme Hund, der wird das gleich. Das wäre auch gar nicht nötig, so toll wie er steht. Ne? Mhm. Ja. Ich habe gesehen, du hast da hinten, hast du so, das ist ja wie im Sadomaso-Studio, du hast da hinten so ein bisschen so Halsbänder. Und auch ja, das ist für der Hundebesitzer. Kann ich da mal, ach, für den Besitzer. Ich würde mal kurz hier hintergehen und mal gucken. Also eigentlich so. Für die Hunde, aber gut. Ich habe auch schon eine Kundin gehabt, die wollte sowas für sich selbst. Siehst du? Mhm. Also das ist schon tolles Zeug, was hier. Soll ich mal eine Leine anlegen, Lindy? Das ist auch hier. Das ist ja schon. Ja, aber viel wichtiger ist ja das daneben. Was daneben? Was daneben ist. Da sind die Halsbänder ja völlig uninteressant. Das Glitzern, aber hier, wenn der Hund, die mal, guck mal hier. Hm? Guck mal, das ist mal. Das ist größer wie der ganze Hund. Das ist Mietz, ist das. Mhm. Das ist Leopard. Leopardenmietz. Leopard oder Zebra? Können wir jetzt auswerten. Mhm. Ich häng's wieder hin. Kann nur ein Tieraffe gewesen sein. Und es wird viel gekauft hier? Die Accessoires? Manche wollen nicht. Gerade für so eine kleinen Hunde wie der Monkey. Wischinski, du kannst erstmal testen. Also aber an dem ist ja nichts zu schneiden. Ach, das kriegt man schon hin. Dann machen die wieder drauf hier. Passt farblich nicht. Ich habe mal gehört, dass es. Hat er jetzt Angst, der Hund? der kleine Monkey? Der ist erstmal, oh Gott, was ist denn ich das? Ich meine den. Das ist übrigens ein Zwergpudel. Das ist ein Zwergpudel? Richtig. Es gibt Hunde, wo du probieren kannst, da wächst das Haar immer nach. Echt? Ja, da kannst du schneiden und dann wächst das Haar wieder nach. So eine Probierpuppen sind das. Mhm. Also halt Hunde. Mhm. Toll, was es alles gibt, was die Welt alles nicht braucht. Was die Welt alles nicht braucht. Mhm. Aber Friseusen haben das ja auch, ne? Ich würde mal den Hund wieder zurücktun hier in der Requisitenkiste. Nein, das war der falsche. Mhm. So.
Da bin ich mal gespannt, wenn wir den Dobermann dann kriegen. Mal sehen, wer den zuerst schneiden darf von uns. Ich habe einen Rottweiler. Einen Rottweiler? Ne, die sind der kommt hier regelmäßig alle 5 Wochen zum Schneiden. Echt? Ich wollte es nicht glauben, aber gibt's. Ups. Da frage ich mich auch von den Dobermännern, ob es da auch weibliche Hunde gibt. Doberfrauen. Wie heißen die denn? Ja. Das wäre die Frage. Nicht, ob es die gibt, sondern ob, wie die dann heißen. Doberfrauen? Doberfrauen. Dobermädels. Dobergirls. Und wird der Hund auch gewaschen? Ja. Wollen wir mal gucken gehen? Anschluss das Fell gewaschen hier? Nein. Wollen wir mal gucken gehen, wo das dann wäre? Also der Monkey, der wird natürlich noch nicht gebadet, der ist noch viel zu jung. Bis zum ersten Lebensjahr sollte man gar nicht baden. Ach, dann zumindest nicht mit, zumindest nicht mit Seife. Lass mich mal ausreden. Gut. Nicht mit Seife, sondern einfach nur mit klarem Wasser. Wenn er sich natürlich in Kacke wälzt oder andere schöne Sachen, die es da draußen so gibt. Das Kacke wird dann rausgeschnitten. Also aus dem Film, nicht aus dem Hund. Monkey, ne? Ja. Genau. Kann man er sieht keinen Unterschied. Ne Monkey, hä? Mensch. Nee, können wir gerne mal gucken gehen, wo die Badewanne ist? Du machst das toll. Habe ich eigentlich gewusst, wie klein Ihr Hund wirklich ist? Ich hoffe nicht, ordentlich, sonst liegt das ganze Fell über dem Tisch. Ich muss wegräumen, ja, ich habe genau, verstanden. Ich jetzt gewisse, genau. Darfst du mal das Mikrofon jetzt halten? Mhm. Guck mal, jetzt ist das Mikrofon. Genau. Ach. Jetzt ist das haarig. Ja. Das ist gut, Mutti. Muss ich auch schneiden, wahrscheinlich. Das mal auch rausschneiden. Ja, man kann nur einen richtigen Schwanz dran machen, jetzt hier so lang hier. Jetzt hat er die Schnauze voll. Das geht aber nur Hunden so. Auch Katzen haben die haben auch. Katzen auch? Machst du auch Katzen? Ja, echt? Ich habe auch Katzen hier und das wird auch immer mehr mit den Katzen. Sind das diese Sesamkatzen oder wie die heißen hier? Oder sind das ist nur ganz unterschiedlich. Also ich habe auch schon diese größte Rasse, wie heißt die, norwegische Waldkatze? Katzenzungen kenne ich. Ja, die sind zum Essen, ne? Mhm. Ja. Nee, also wenn, dann kommen ja richtige Katzen, so mit Fell und so. Weil ohne Fell lohnt sich bei mich nicht so recht, ne? Dann gehst du auch hin, heim zu den Leuten? Also es gibt ja auch so das Tiere, mache ich auch, die ja, aber nie bei Katzen. Ich habe das probiert bei Katzen, das geht echt schief. Die wissen ganz genau, wo sie hin können und wo man sie nicht fangen kann. Aha. Ja, das wissen die dann ganz genau auszuloten und deswegen Katzenhausbesuch mache ich nicht. Mhm. Aber Hunde mache ich relativ oft. Du hast keine Angst, haben die Ihnen gehst du auch ins Tierheim? Gehst du auch ins Tierheim zum Beispiel jetzt, wo dann vielleicht ein bisschen mehr Aufträge lauern, sage ich mal? Leider ja. Nein, weil das Tierheim das alleine macht. Aha. Ja, also die machen das, die Angestellten machen das, die denken, die haben Ahnung und die Hunde sehen dann aus wie, naja, grausam. Mhm. Und seit wann machst du das und warum bist du darauf gekommen? Achso, weil du ja Tiere lieb hast und so, weil du Hunde ja... Genau. Bloß kannst. Ja, also Hunde kann ich nicht anlügen. Die sind so, das wie stimmt. Sie sind. Die freuen sich auch immer, wenn man nach Hause kommt. Anlügen. Ja, genau. Ein Mensch, der kann sich verstellen, Hunde können das nicht. Na, ja, sag mal was dazu, ne? Da gab es so eine gute Geschichte. Da mal ein Hund und eine Frau, 20 Minuten im Kofferraum. Wer freut sich, wenn du den Kofferraum wieder aufmachst, ja, ne? Die Frau bestimmt nicht. So, pass auf, das ist jetzt der Pipon, dass man den genau. Der ist schon nicht so groß, dass du ihn nicht ohne abschneidest. Der wächst aber mit. Der wächst wieder nach? Nee, oder nee, der wächst mit. Umso größer der Hund wird, umso größer wird auch der Pieper. Und je länger das Fell ist, desto weniger siehst du. Ja. Das andere, was ist wie beim Menschen. Das wäre dann mein Finger gewesen. Das war, also, ich hab's auch gespürt. Ja, ganz ja. Gekonnt war das. No? Das ist schon. Hast du eigentlich noch Angestellte, wenn jetzt der Hundesalon mal voll ist? Jetzt? Leider nein. Nein. Weil ich mir seit dem. Hochwasser? Nee, seit dem Mindestlohn nicht mehr. Ach, weiß. Jetzt diese kurze, ja. Genau. Also, die denken ja, die haben was ganz, ganz Tolles gemacht mit diesem Mindestlohn, ja, aber ist nicht so meine Meinung. Ja. Da hatte ich jemanden hier, der mir einem ab und zu mal geholfen hat. Gerade mal so Hunde baden. Also schneiden lasse ich an sich keinen dran, auch nie einen Praktikanten. Habe ich das durchhalte hier, ohne zu schneiden? Hm. Ja. Na ja, mal gucken. Das ist natürlich jetzt auch ganz schön langweilig, wenn wir jetzt die ganze Zeit dann so zugucken. Auch für die Zuschauer. Ich kann ja auch das Fell runterschmeißen und dann kannst du dich mit dem Besen betonen. Du weißt auch, dass ich schon zweimal weggeschafft habe. Also du müsst jetzt. Dann musst du das Mikrofon wieder halten. Da würde ich einfach mal den Besen mir und noch ein bisschen hier einen Kehr ausmachen. Genau. Ist noch gar nicht fertig.
Der Besen hat gar keine Haare. Na doch, da unten, guck mal, Gummihaare. Ach, Gummihaare. Gumminoppen. Mhm. Oh, sorry. Fertig. Nee, nee, Boden. Weil das sind Wiesen, ne? Und wenn dann die Hundehaare so auf dem Boden und du kriegst dann drauf, dann kann man ganz schnell wegrutschen. Mhm. Ach so. Ja. Am besten kann man, wenn man zieht, oder? Ja. Mensch, Lindy, du hast ja richtig Ahnung. Ja. Du hast das schon mal gemacht, sowas, oder? Mhm. Ich konnte aus. Mhm. Kerschabelnbesen ist dort, das soll ich dir helfen. Warte. Teppich hast du ja keinen, wo man alles drunter machen kann. Guck mal hier. Das macht man im Praktikantendasein. Mhm. Oh, hier liegt ja wirklich eine ganze Zuhandlung drin. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Musst du da eigentlich dann in der Abdeckerei, wenn du den Müll immer leer machst? Oder ist das dann. Ist der Böse? Normaler Müll. Mhm. Hast du so viel Haar auf der Zunge? Hm. Schmecken gut, oder? Ach, weiß schon nicht. Ich hab's noch nie runtergeschluckt. Also, kommt drauf an, wo sich der Hund drin gewälzt hat. Kostet man die auf der Zunge? Stimmt. Hm. Und nicht, wenn man runterschluckt, ne? Mhm. So, was sagt dann? Naja, hier ist noch ein bisschen zu lang. Den Schnauzer lassen wir so, wie er ist, nein, oder? Nein, das wird noch. Ich würde auch noch mal Gegenstrich, dann würde ich schon mal sagen. Also da legen wir dich jetzt noch mal auf den Rücken, Monkey. Manche machen das mit, aber Monkey ist noch ein bisschen zu lang hier, die Monkey Seite ist hier. Noch ein bisschen zu klein. Guck mal. Sag mal. Kannst du dann der Chefin hier nie reinreden? Ehrlich, also das ist ja. Nee, ich. Also ich würde was abziehen vom Löhnen. Ehrlich? Praktikanten kriegen nichts. Ich brauche einen netten Versuch, vielleicht kriegen wir doch was. Hätte ich gedacht jetzt. Nö, nur nicht mehr. Wenn wir so tolle helfen hier. Mhm. Aber wir haben ja ganz tolle gekehrt und so. Echt? Mhm. Und wenn stehst du das so früh auf? Wann geht das los? Um 9. Um 9. Ja, also es gibt ja einige, die wollen auch schon um 8, aber. Das sind eher die wenigsten und deswegen mache ich halt bloß von 9 bis 17 Uhr. Hm. Wochenende mache ich dann halt das Samstag. Geht das alle 14 Tage so? Für die, was, alle 14 Tage? Alle 14 Tage musst du zum Friseur. Nein. Das geht auch ins Geld dann mit der Zeit? Alle Vierteljahre kommt. Ja? Alle 3 Monate. Ne? Also Monkey kommt noch ein bisschen öfter, weil die Haare hier vor den Augen, die wachsen halt sehr schnell und die müssen wir regelmäßig freischneiden. Damit die Augen nicht so doll tränen. Ach so. Ja, weil das reizt nämlich. Was ist denn jetzt runtergefallen? Kuschinski, ist irgendwas runtergefallen? Ach, ja, Schatz. Dein Schatz ist runtergefallen. Kuschinski hat nämlich einen Schatz. Aha. Mhm. Ja. Ach so, ja, Schatz. Mhm. So, jetzt ist, damit man merkt, du dir merkst, wie du zu Hause reagierst. Man merkt aber auch, dass dem Hund jetzt langsam kalt wird. Ehrlich? Weil der zittert. Nee. Oder da kann nicht mehr so lange stehen, weil das ihn anstrengt, weil da ist er noch ganz jung. Genau, anstrengend ist es auf jeden Fall. Einen Schnaps haben. Mhm. Oder hab ich da mit hier? Guck mal, hier. Er hat immer seinen Flachmann mit dabei. Aha, ist auch was drin? Der ist süchtig. Also dran lecken, wollte ich gerade sagen, dran lecken will er schon, ne? Das sieht sehr interessant aus. Das ist auch wirklich, das ist. Das ist hier, es gibt nicht bloß Hundekuchen, es gibt auch Hundebier. Hundebier. Hundewhisky gibt es auch. Hundewhisky. Genau, Hundekuchen. Also ich muss sagen, mein Chihuahua, der trinkt sehr gerne Bier. Ja. Mhm. Aber nur Eibauer Dunkel. Etikettentrinker, was? Ja. Und, na klar. Als wenn der das riechen würde. Und jetzt schlafen sie auch. Die haben wahrscheinlich schon gezwirbelt heute früh. Aber am Schwanz ist jetzt nicht allzu viel abschneiden, damit er nicht so dünn wirkt, oder? Am Schwanz wird auch bis zum ersten Lebensjahr gar nicht geschnitten. Aha. Ja, damit er nämlich ausreifen kann. Und zwar ist das ja beim Hund so, die wachsen. Ja. Soll ich irgendwas festhalten? Ganz kurz, danke. Das kleine Herz puppelt hier. Und zwar ist das so, dass ja der Hund bis zum ersten Lebensjahr ganz viel zu tun hat mit dem Wachstum der Knochen und alles, was halt so zum Körper dazugehört, ne? Du hast es beinahe ins Mikrofon geschnitten. Siehst du? Mhm. Dann schneide ich es auch noch kaputt. Echt. Da gibt es solche Mikrofone mit Fell, das wäre jetzt wirklich verheerend. Verheerend? Wir hätten nur so einen Hund draufsetzen können, das Mikrofon, wie du vor uns hattest. Stimmt. Hätte da mal einen mitgebracht. Ein Hund? Ja, zum draufsetzen. Hast gleich geschafft, Monkey. Noch duschen, baden. Nee, der wird nie gebadet. Hab ich? Siehst du, hast du wieder nie aufgepasst? Nein, ich weiß, dass die keine Seife abkriegen dürfen, nur mit klarem Wasser. So, hältst du mir den jetzt mal ein bisschen so, dann mache ich nämlich das Gesicht.
Da erleben unsere Zuschauer direkt mal hautnah, wie lange das wirklich dauert, so einen kleinen Hund die Haare zu frisieren. Genau. Das ist schon sehr langatmig. Und aber da die kann man auch das noch Stunden ja auch bezahlen, verstehen. Die Tante. Nee, ich will nicht nach Stunden nee? Bezahlen. Nein. Gibt Festlohn. Oder Ablohn. Haben wir gesagt. Ablohn, weil du schneidest dir was ab. Nach Gewicht, haben wir gesagt. Das wäre toll. Der Hund wird vorher gewogen und nachher. Das wäre eigentlich das mal echt eine Marketinglücke. Bei der Mülldeponie wärst du auch vorher über die Waage und danach auch nochmal. Ja. Und dann wiegen die das ab, ja? Genau. Der Kleine hier, ey. Das ist wirklich tapfer, ne? Der macht das gut mit. Der macht das echt gigantisch. Du bist ein gutes Model. Der kennt das ja auch noch nicht, oder? Der ist ja noch nicht so lange auf der Welt. Ja, das dritte Mal ist er jetzt schon da. Ich denke, das erste Mal. Das erste Mal, dass wir ihn komplett schneiden. Ach so, was habt ihr vorher denn? Haben wir immer die Augen freigeschnitten und die Pfoten von unten und den Popo, damit die Kacke nicht hängen bleibt, ne? Mhm. Müsste ich auch mal wieder machen bei mir. Ja? Mhm. Aber nicht hier. Keine Bilder. Hundewelpen, Hundewelpen, Hundewelpen. Kleine Süße. Kleine Süße Ballongas. Keine Angst, Lena. Wir haben es gleich geschafft. So, da ist unser Packing zu Ende. Wir gehen einfach. Jetzt hört auch wieder was. Jetzt hört auch wieder was, ja. Also das sagen mir ganz viele Kunden. Das Hunde ob ich doch, ob ich doch die Ohren freischneiden könnte, damit die Hunde wieder was hören. Aber also ist wie bei Kindern. Hören und hören gibt es echt einen großen Unterschied. Mhm. Ja. Hören wollen. Oh, genau. Du ziehst die Haare raus sozusagen. Ja, die im das Ohr. Wachsen sie wieder nach. Nee, die im Ohr hier, die werden rausgezupft. Oh. Ja. Das macht man so. Das macht man, damit die Bakterien, die er sich so holt, in der Wiese und so, also ich besorge, nicht ich nach ihm getragen werden. Wachsen. Echt? Ziehst du die raus? Ich habe keine Haare an den Ohren. Ach so. Na, ich na ja. Du hast ja Schwein, ne? Nee, also Schweineohren, meinst du? Müssen wir mal vergleichen. Nee, also, ist ganz schön frech. Wyszynski hat Ohren an den Haare. Haare an den Ohren, Mensch. Außenohren wachsen die bei dem raus. Aus? Am Ohr. Ach, am Ohr. Ja. Am Ohr, am Ohr. Daher kommt der Song, am Ohr. Du brauchst es nie in mein Ohr leuchten. Ich war gestern beim Friseur. Oh, guck mal, was ich an den Ohr raushole. Wahnsinn. Ist gut, Maggie, komm. Komm, hast gleich. Also den 10 Schnauzer kannst du nur stehen lassen, hä? Komm, ja. Bist du? Nee, jetzt hat er keine Lust mehr, weil ihr nämlich so rumgelacht habt. Jetzt hat er keinen Bock mehr. Ja, also du hast den ersten Ohren Zeug rausgeholt. Meinst du, ich bin vielleicht hat er da keine Lust mehr. Das Gehör rausgerissen. Ne? Also wenn er es nicht mehr hört, dann... No, bin ich schuld. Das Gehör rausgerissen. Das ist schon niedlich, was die am Anfang für kleine Zähne haben. Hast du die ganze Nacht wieder durchgemacht, Monkey? Jetzt bist du müde, hä? Mhm. Kein Wunder. Das ist Stressgenen. Stressgenen. Das hat nichts mit müde zu tun, das ist Stress. Mhm. Hab ich auch. Stressgene, also hat auch einige Gene. Das ist so ein Gen, no. Also ein Stressgen. Genau. Genen. Mhm. Ach, Genen. Ein Geh weggehen und so. Ich will hier rausgehen. Mhm. Du musst ein bisschen schneller schneiden hier. Unser Assistent, der Kameraassistent, der kann schon kaum noch. Der stöhnt schon. Oh. Der stöhnt hier schon rum, dem dauert das viel zu lange. No, ne? No. Er hat Muskeln wie Arnold Schwarzenegger, weißt du? Also von der Größe her. Oh, ein bisschen aufgepumpt. Aufgepumpt, Pyszynski. Zu viel Eiweiß, wa? Das ist gut. Ein bisschen fit sein kann man nicht schaden. Ja. Der Christian so, steht hinter der Kamera. Fertig, der Christian steht hinter der Kamera. Jetzt machen wir bloß noch die Äuglein schön frei. Die Äuglein, oh, das ist bestimmt gefährlich. Das will er auch nicht. Nö. Jetzt kommst du. Jetzt wird er widerspenstig. Der gezähmte Widerspenstige. Wenn mir einer so mit der großen Schere vor der Nase. Das musst du dir mal festhalten, das ist ganz gefährlich. Vor mir? Ja. Mhm. Ah, jetzt hat er echt keinen Bock mehr. Das ist gut, dass der Hund so ein großes Maul hat. He? Dass man das mit zwei Fingern zuhalten kann. Ne? Aber guck mal, der macht richtig schön die Äuglein zu. Mhm. Ne? Der ist das richtig gut schon gewöhnt. Hast du auch schon mal irgendwie ein Auge rausgeschnitten mit? Irgendwie nein, das habe ich noch nicht geschafft, nein. Mhm. Und ich bin auch erpicht darauf, das nie schaffen zu wollen. Mhm. Ich also glaube, da kannst du auch zumachen hier, oder? Ja. Hm. Und unser Praktikum wäre auch dahin. Mhm. Ja. Hm. Aber ich würde auch die Ohren zumachen, wenn die Schere davon rumwackelt. Eben. Hast du es zugemacht beim Haarschneiden? Da hast du bestimmt, wenn die Haare aus den Ohren wechseln, da hast du wahrscheinlich auch... Da hat er keine Ohren an, keine Augen an den Ohren.
Habt ihr euch schon mal zugehört, ihr zwei? Ja, wenn ich aus der Nase bis zu den Augen hochwachsen. Das schneiden wir auch raus. So. Komm her, Mausi, gleich geschafft. Wieso ein Mausi? Das ist ein Hund. Ja, immer. Irgendwann haben die alle Spitznamen. Hm. Genau. Ist er auch kein Spitz? Das ist ja ein Bolonga. Ist ja ein Bolonga, ne? Irgendwann hat jemand einen Bolonga-Namen. Ja. Kann man das nächste Mal fragen, hast du eigentlich einen Bolonga-Namen? Was für ein Bolonga-Namen? Ja, einen Spitznamen. Witzig, oder? Das ist wirklich witzig. Ja. Ist nicht toll. So, da hast du ja auch Hundebilder hier und eine Kuh ist auch an der Wand. No, eine Riesenkuh. Mhm. So, der Lene Mann, der hat es geschafft. Und der, ach super, also sieht ganz toll aus. Die waren die Beine gleich kürzer geworden, da wusste gar nicht mehr, wo der Boden anfängt. Ja, guck. Sehr schön. Jetzt ist das Frauchen auch glücklich. Genau. Hundchen ist glücklich. Jetzt kommt Frauchen dran mit Haarschneiden, leider. Ich habe bloß mal eine Frage. Also, also die Sache hatte immer einen Haken. Was denn für einen Haken? Na, den Haken hier zum Beispiel hier. Du hast hier einen Haken. Na? Und dass du da auch Hunde dranhängen, wenn jetzt so irgendwie mal irgendwie, guck mal ein bisschen mit hier. Ich hab nein, so das ist eigentlich meine Föhnecke. Eine Föhnecke? Also meine Föhne dran, im Normalfall. Und warum hängt jetzt kein Föhn dran? Weil der Tisch kaputt ist, weil das eigentlich mein Schneidtisch ist. Der Schneidtisch? Ja, also da mache ich halt große Hunde und kleine drauf. Buschinski, kannst du dich mal so... Genau, setz dich mal drauf. Oh wei. Wie gesagt, 200 Kilo, ne? Mhm. Kann ich jetzt mein Praktikum mal ausführen? Kann ich mal? Ja, warte, ich halte fest und du machst mal. Nimm dir eine Bürste. So, mein guter Kuschinski. Das ist ja der Moment, wo ich mich ganz doll drauf freue. Das ist jetzt das. Warte mal, wir müssen den Hund erstmal absaugen. Ist das hier eine Sauganlage? Nee, das ist ein Föhn für große Hunde. Geht der noch? Ja. Kann ich den mal ausprobieren? Natürlich. Hier. Ich weiß schon, dass wir die Rollen dann auch tauschen. Ja, der Föhn sieht schon sehr interessant aus. Und ich würde dann diesen Föhn als Saugapparat umwandeln. Das stört wahrscheinlich die Kamera, die Geräusche. Kann ich mal losmachen? Jetzt wird er munter hier, der Hundi. So ist schöner. Da flattern die Ohren noch. Flattern immer die Ohren. Hier brauchst du wirklich Handschuhe. Joa, Kuschinski, das ist keine Taschenlampe. Das gibt's aber im Baumarkt, oder? Das nimmt der Ich bin lieber raus als der Alles gut, nehmen wir mal das nicht her. Ich hab da ein bisschen Angst vor der Technik. Und außerdem will ich den ersten Tag nicht gleich im Praktikum, da will ich ja auch nicht praktisch arbeiten. Und die Maschinen, die kosten richtig viel Geld, ne? Ja? Mhm. Wisst ihr? Richtig viel Geld kosten die nämlich. Ja. Also wir sagen nochmal Danke an die Ina, dass wir jetzt wenigstens mal ein bisschen die Hälfte vom Praktikum schon mal absolviert haben. Wir fragen dann mal ohne Seid Kamera. Seid ihr schon fertig und ist noch Dreck? Ich hab's geäumt. Was ist passiert? Wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig? Nee, wir haben noch nicht sauber gemacht. Ich muss ja noch mal sagen, aber wir sagen trotzdem schon mal Tschüss. Wir machen dann im Hinterherfeld, machen wir noch ein bisschen sauber. Ja. Und wir fragen auch hinterher erst ohne Kamera, ob wir das Praktikum eventuell weitermachen oder nee. Ob wir überhaupt dürfen. Ja. Weißt du? Also dann, liebe Zuschauer von MyTV, tschüss. Los.